Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Tiet. Ich betreibe die Seite Aktienfinder.net, den Aktienscreener Wachstumswerte. Hier dreht sich ums langfristige Investieren, um von langfristig steigenden Dividenden und Kursgewinnen zu profitieren. Und wir machen mal kurz die Taskbar weg. Die brauchen wir nicht. Was wir brauchen, das ist meine langfristige Performance. Es wünschen sich immer mal wieder Zuschauer, meine Gesamtperformance zu sehen. Das heißt, ich habe ja schon das Cashflow-Depot offen, das haben wir ja hier. Das ist ja schon ein kleiner Betrag. Hier geht es um 235.000 Euro aktuell. Und da mache ich jeden Monat, gebe ich da einen Depotüberblick. Da steht also das hier. Und das ist das quasi, was ich öffentlich machen darf, auch mit den einzelnen Positionen. Das hat mir die Ehefrau erlaubt zu zeigen. Und da gehe ich, denke ich, sehr transparent um. Was wir jetzt mal noch machen ist, ich zeige mal die gesamte Performance von mir, beziehungsweise ich zeige die Performance, wo die eigentliche Action stattfindet. Das ist bei mir das Lynx Depot. Und zwar zeige ich da die Performance in den letzten 12 Monaten, weil es da erstens eine Auswertung gibt, beziehungsweise weil es da die Auswertung gibt, die längste Auswertung gibt, die da Sinn macht. Ich habe das Depot seit ungefähr 2 Jahren, aber im ersten Jahr habe ich nicht viel gemacht, beziehungsweise habe ich eigentlich das Depot nach und nach aufgerüstet, weil so furchtbar lange mache ich auch noch keine Aktienoptionen. Zur Einstimmung nochmal hier den S&P in den letzten, also in den Zeitraum, um den es geht, im letzten Jahr. Wir sehen, dass der bisschen volatil. Ah, ich habe hier eine Katze, die springt hoch und runter, kann man jetzt nicht sehen. Wir sehen hier, dass der S&P 500 seitwärts gelaufen ist, ist mal runtergegangen, mal hoch. Im Schnitt haben wir ungefähr 5% zugelegt. So, Pi mal Daumen, 5,5% knapp. Das werden wir nachher noch genauer sehen, wenn es dann um meine Performance im Linksdepot geht. Das also nur, damit man weiß ungefähr, wie der Zeitraum allgemein im Aktienmarkt gelaufen ist. Hier die einzelnen Pfeile, die stammen von meinen monatlichen Depot-Updates. Was ich vielleicht auch noch sagen sollte, ist, ich habe 2 Depots. Ich habe ein Depot bei der Consorsbank und ich habe ein Depot bei Lynx Broker. Vielleicht zeige ich noch mal was anderes, und zwar alle meine Aktien, die ich habe. Ich glaube, das habe ich auch noch nie gezeigt. Also hier Weltpremiere, mein Depot, das ist meine Watchlist. Und da sind wirklich alle Aktien drin, die ich habe. So, und jetzt können wir das Ganze mal großziehen, die ganze Pracht. Und here we go. Und da sieht man dann auch entsprechend, dass ich mich schon etwas an dem eigenen Ranking auch orientiere. Und man kennt die Aktien teilweise, also Zuschauer von mir, von meinem Kanal, die kennen einige Aktien, weil die ja entsprechend dann auch, weil der Ausfall hiervon auch im Cashflow-Depot zu finden ist. Andere Aktien allerdings nicht, also Philip Morris beispielsweise nicht, Tesla beispielsweise nicht, Novo Nordisk beispielsweise nicht. Das sind also jetzt quasi wirklich alle Aktien, die ich momentan im Depot habe. Und dann gehen wir gleich mal ins Lynx Depot rein. Und hier sind wir auch schon. Wie gesagt, ich kann die einzelnen Bestände bzw. Marktwert und G&V in Euro, die darf ich nicht zeigen. Was ich aber zeigen kann, das ist die Gesamtperformance. Und wir haben hier die Auswertung, den sogenannten Portfolio Analyst von Lynx. Und wir haben hier diese zeitgewichtete Rendite, die ist hier eingestellt. Und wir sehen hier quasi meine Rendite vom Portfolio. Da sind ungefähr 80% meines Depotvolumens sind hier drin und 20% sind bei der Consorsbank. Die 20% bei der Consorsbank, das sind dann die Aktien wie Novo Nordisk, das sind die Dänen drin vor allem, also Novo Nordisk, Coloplast und Novozymes, die liegen da einfach rum. Es macht auch keinen Sinn, diese Aktien zu veroptionieren, da gibt es keine Prämie für, habe ich alles schon mal geschaut. Und da passiert nicht viel bei diesem Consorsbank-Depot. Und das hält sich auch, das hält sich halt wirklich in Grenzen, was da ist. Also die Action, wie gesagt, inklusive Veroptionierung, die passiert hier in meinem Lynx Depot. Und wir sehen, dass ich ab die letzten 30 Tage haben wir eine Rendite von 4,7%. Da ist der DAX also besser gelaufen. Und aufs Jahr bezogen jedoch haben wir 7,45%, also beziehungsweise ich, Rendite erwirtschaftet, während der DAX 4,5% verloren hat. Da hätten wir also eine Outperformance gegenüber dem DAX. Jetzt ist schon klar, also bevor man jetzt Kommentare schreibt, dass der DAX ein sehr gnädiger Benchmark ist, gucken wir uns jetzt andere Indizes an. Da hätten wir dann zum einen, um Deutschland erstmal zu bleiben, den MDAX. Der läuft ja schon besser.
sieht man auch, dass der 1% zugelegt hat, anstatt 4,5% zu verlieren. Ist aber immer noch hier deutlich unter dem der Einjahresperformance hier vom Portfolio. In den letzten 30 Tagen hat er zugelegt. Okay. Also stärker zugelegt als mein Portfolio. Dann gucken wir uns vielleicht mal den S&P 500 an. Da sehen wir eben, dass er etwas über 5, also knapp 5,2% zugelegt hat. Den hätten wir also auch geschlagen. Und auch gegenüber im 30-Tages-Vergleich, da sehen wir übrigens, dass die deutschen Werte oder die deutschen Indizes im letzten Monat besser gelaufen sind als die amerikanischen bzw. als der S&P 500. Dann gibt es noch die Königsdisziplin oder den Königsindex. Das wäre ja der Nasdaq 100, wo die Schwergewichte überproportional stark vertreten sind, die die Aktienmärkte nach oben gezogen haben, insbesondere natürlich die Fangstocks, aber auch Microsoft beispielsweise. Und die hätten wir dann auch geschlagen. Also wir sehen hier dann 5,68% der Nasdaq dann gut gemacht auf Einjahressicht. Und da sind wir ja jetzt auch drüber. Und ja, hier leicht runter auf der 30-Tages-Sicht, aber besser auf der 30-Tages-Sicht unten drunter als auf der Einjahressicht, ne? So, das wäre eigentlich mal das, was ich zeigen wollte und zeigen darf bezüglich meiner Performance, die ich da quasi bei Links gemacht habe, wo ich also relativ aktiv tatsächlich handle und auch mit Aktienoptionen unterwegs bin. Und dann zurück hier zum Aktienfinder, wo ich jetzt auch das Fazit geben möchte. Die Performance, ja, die ist schon wichtig, aber ich finde, für Finanzblogger, ist jetzt, ob sie jetzt auf der Webseite bloggen oder auf YouTube, ist das Allerwichtigste die Logik, die Argumentation, dass das stimmig und nachvollziehbar ist. Wenn man dann noch selbst engagiert ist, wenn ich jetzt beispielsweise bei Wirecard oder ich habe ja auch über Johnson & Johnson Kraft Foods Videos gedreht, ich drehe relativ oft oder CVS Videos über Aktien, die ich selbst dann auch im Depot habe, geht natürlich nicht immer. Aber ich finde allgemein, wenn man in die Aktien, über die man berichtet, selbst engagiert ist, dann erhöht es die Glaubwürdigkeit nochmal. Und ja, wenn man natürlich eine gute Performance vorzuweisen hat, dann umso besser. Aber das kommt für mich dann erst an Platz Nummer 3. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.